Ich bin Sabine Ludwig, ich lese aus einem unveröffentlichten Text. Im Frühjahr 1961 werde ich verschickt, mit sechs. 6 Wochen in ein Kinderheim im Fichtelgebirge, damit ich groß und stark werde, gerüstet für die Schule. Specksuppe und Schläge. Schläge, weil ich beim Schuheputzen meine Jacke schmutzig gemacht und sie dann verkehrt herum angezogen habe. Ein Schlafsaal mit Betten in Reih und Glied. Nachts darf ich nicht aufs Klo, mache ins Bett immer wieder. Muss von den anderen verspottet die Matratze in den Waschraum zerren. Bekomme schließlich ein Gummilaken. Das Osterpäckchen wird geöffnet, die Süßigkeiten werden an alle verteilt. Meine Schule eine ehemalige Flakhelferbaracke. Grüne Sägespäne auf dem Boden, um Erbrochenes aufzunehmen. Die Schultüte von den Nachbarn geliehen. Braucht man ja nur einmal. Rot-grün karierte Helanka-Kniestrümpfe. Das erste Kleid aus rotem Flanell. Doppelter Saum zum Auslassen. Ein dicker Wulst. Am ersten Schultag zeichne ich ein Kind mit Schultüte. Und dann O's. Seite für Seite nur O's. Sitze da und weiß, dass mein Leben für immer und ewig darin bestehen wird, Dinge zu tun, die ich nicht tun will. Ich will keine O's zeichnen. Ich will spielen. Holzfiguren aus dem Erzgebirge, Männer mit runden Hüten, Frauen in Tracht. Denen baue ich Häuser. Da leben sie ganz hochherrschaftlich mit Köchin und Butler und Kamin im Salon. Dann werden sie ärmer. Entlassen den Butler, Madame kocht selbst. Vermieten Zimmer und rücken zusammen, 5 Menschen in einem Raum. Am Ende das Obdachlosenasyl. Betten in Reih und Glied. Dann alles wieder von vorn. Immer mehr Figuren schickt die Verwandtschaft aus der DDR, zusammen mit den Christstollen. Nach dem Mauerbau fehlen im Stollen Orangeat und Zitronat, dafür ist er unbegrenzt haltbar, auf jeden Fall bis Ostern. Die Laibe sind dann so hart, dass man Butter drauf schmieren muss, beziehungsweise Margarine. Butter gibt's genauso wenig wie Bananen. Bananen kriegen nur die Affen. Einmal im Monat, wenn Tante Hilde mich am Zoo vom Bus abholt. Die Schwester einer angeheirateten Großtante, eigentlich nicht richtig verwandt. Kriegerwitwe, gute Pension, kurze graue Haare, Stechschritt. Hat immer Erdnüsse und Bananen dabei. Für die Affen. Die darf man füttern. Eine Banane kostet 20 Pfennig. Zu teuer, sagt mein Vater. Ich wage es nicht, Tante Hilde um eine Banane zu bitten. Verdiene selber Geld. Laufe Reklameausträgern hinterher. Wenn die im Hauseingang verschwinden, packe ich einen Stapel, stelle mich weiter vorn an die Straßenecke und biete die bunten Hefte an. 5 Pfennig das Stück. Macht eine Lakritzschnecke oder 2 Schaumzuckerhimbeeren. Dann bleibt sogar 1 Pfennig übrig. Der erste Supermarkt. Nicht mehr sagen müssen, was man möchte. Rumgehen, gucken, anfassen. Coca-Cola und Kartoffelchips. Meist zum Popcorn machen. Popcorn wie bei den Amis. Jeden Morgen um 7 fahren die mit ihren Panzern im Haus vorbei. Dann wackeln die Wände, klirren die Scheiben. Nicht so schlimm. Man hat ja nichts, was kaputt gehen kann. Kein gutes Service. Noch nicht mal richtige Gardinen. Ständig klingeln Leute und fragen, ob die Wohnung frei ist. Mein Vater mag die Amis nicht, aus politischen Gründen. Aber er raucht Lucky Strikes und meldet mich an der neuen deutsch-amerikanischen Schule an. John F. Kennedy Schule. Ich bekomme keinen Platz, aber Kennedy kommt 1963 nach Berlin. Genau an meinem Geburtstag. Da gibt's schulfrei und die Sonne scheint. Eines Morgens im November steht meine Mutter am Radio und weint. Dallas, man hat ihn erschossen. Und er war so jung. Und Jackie so schön. Meine Mutter hat ein ganz ähnliches Kostüm. Kurzes Jäckchen in Rosé, passender Rock mit grauem Karo. Ich komme in eine neue Schule. Die ist fast amerikanisch. Wasserspender in überdachten Pausenhöfen. Ergonomisch geformte Sitze. Eine richtige Turnhalle. Der Klassenlehrer Herr L. unterrichtet alle Fächer im Trainingsanzug. Im Sportunterricht nur Völkerball. Ich stehe da mit eingezogenem Kopf, stehe steif da und rühre mich nicht. Warte, dass der Ball mich trifft. Das ist wie Krieg. Ist man getroffen, darf man raus. Auf die Bank. Faschistisches Spiel, schimpft mein Vater. Herr L. plant eine Klassenfahrt ins Fichtelgebirge, in ein Schullandheim. Heim. Ich will nicht mit, als Einzige. Das geht nicht. Jeden Tag in der großen Pause geht Herr L. mit mir über den Schulhof. Vor und zurück, kreuz und quer, redet auf mich ein. Riesig ist der Mann, 2 Köpfe größer als mein Vater. Spricht von Klassengemeinschaft, dass man sich nicht ausschließen darf, schon gar nicht ein Einzelkind wie ich. Wunderschön wird es werden, alle zusammen in einem Boot im Fichtelgebirge.
Meine Mutter soll mit mir zu einer Psychologin, auch wegen der Angst vor dem Ball. Es ist nicht normal, Angst vor einem Ball zu haben. Die Psychologin gibt mir Biegepüppchen und Bausteine. Ich baue einen Schlafsaal, Betten in Reih und Glied. Da lege ich die kleinen Püppchen rein. Die Großen stehen wachehaltend daneben, die Köpfe über die Betten gebeugt. Die Psychologin wirft mir einen Ball zu, den soll ich auffangen. Das ist doch ganz leicht, das macht doch Spaß. Ich mag die Frau nicht und ich fahre auch nicht mit aufs Klassenpart. Danach bricht die Hölle los. Steh auf, sagt der Lehrer morgens zu mir. Du bildest dir wohl ein, etwas Besseres zu sein. Ich sage dir, was du bist. Ein Scheiß bist du. Jetzt gehe ich freiwillig ins Heim. 6 Wochen keine Schule. Borkum im Winter. Betten in Reih und Glied. Jede Nacht wandert der Strahl des Leuchtturms über mein Bett. Milchsuppe statt Specksuppe. Mit Sago drin, sieht aus wie Froschleich. Wer kotzt, muss es wieder aufessen. Das Nikolauspäckchen wird geöffnet. Die Süßigkeiten werden an alle verteilt. Weihnachten bin ich wieder zu Hause. Zurück in dem Haus, in dem mein Vater jahrelang ein Verhältnis hat. Mit der Nachbarin. Ich habe es immer gehört. Das Tuscheln und Flüstern im Flur. Einmal zerbreche ich den Lippenstift dieser Frau. Perlmuttglanz. Ein anderes Mal nehme ich eine Rasierklinge und schneide mir in die Wange. Eine Verschwörung, denke ich. Meine Eltern haben sich gegen mich verschworen. Sie lieben sich und wollen mir nur wehtun. Ein wunderbarer, ein tröstlicher Gedanke. Meine Mutter zieht aus, mein Schulweg wird länger. Ich fahre mit dem Bus durch Berlin und komme nie mehr in der Schule an.